Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Warrior. Ja, wir haben unsere Waffe hier aus unserem Zuhause geholt. Und jetzt wird's wieder lustig. Das letzte Mal hatte ich es zwar schon geschafft, allerdings war ich dann so wahnsinnig intelligent und hatte dann am Schluss das Problem, dass ich da ins Wasser gesprungen bin. Was ich hätte sein lassen sollen. Aber das muss einem erstmal das sagen. Wer schießt denn da? Wow. Holy shit, was war das? Da ist einer. Da ist ja noch einer. Ach, die stehen da überall gegenüber auf diesem blöden... Ah, alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Aber das bringt halt so richtig Bock hier. Einmal so ein bisschen schön draufbolzen. That's fun. Komm, da geht er down. Einer nach dem anderen. That's it? Nein, da kommen noch mehr. Warum kommt der nicht vom Himmel gefallen? Gefallene Engel oder was? Nee, nicht wirklich. Wirklich nicht. Eigentlich kommen die ja von unten aus der Unterwelt. Ha, we did it. So, und diesmal springe ich da nicht ins Wasser. Ich bin diesmal tatsächlich so schlau. Weil ich da wirklich gern hinter möchte, aber es scheint keinen Weg dahin zu führen. Hm. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber gut, es hilft nichts. Ja, machen wir mal das Tor auf. Schnappen uns das Auto oder nehmen wir das Fahrrad? Das Fahrrad könnten wir auch nehmen. Ist bestimmt besser für seine Gesundheit. Schön mit Korb vorne dran. Sehr schön. Finde ich toll. Was gibt's hier? You have a cave under your house where you keep your battle suit? Glad to see you're keeping your superhero complex in check. Laugh all you want. But who's the guy with his sweet suit of armor ready to go in case of a zombie apocalypse? Turned out it's a demon apocalypse. Still, not a bad time to be a superhero. Da hat er nicht ganz unrecht. Level completed. Continue. Chapter 4. I can't remember that night either. Sehr schön. Get us to the cemetery, Wang. We're very close now. If the golem takes off, you will never see the sword again. Okay, then let's hurry. Find the golem, retrieve Nobi zur Kage. Sag mal, ändert sich die Aufgabe eigentlich irgendwann in diesem Spiel nochmal? I don't think so, actually. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir wirklich das ganze Spiel über immer die gleiche Aufgabe haben werden. Schönes Fahrrad, da gibt's eine Kiste. Looten und leveln. Looten und leveln. Looten und leveln. Crossbow Bolts. Okay, dann müssen wir erst so ein komisches Ding aktivieren. Kommt man da hoch? Hoch! Komm! Da kann man schön springen, hey, leck mir mal. Hopp! Ah, fucking shit. Ich habe jetzt gerade eine Woche nicht mehr gespielt, also ich weiß nicht, ob ich die ganzen... Hä? Sehr spannend. Die ganzen Angriffe noch zusammenbringen. Das ist schon mal Fussschuhe da. Zumindest sowas in der Art. Wie war heilen? DD und dann? Genau, sehr schön. Ah, doch, wird schon. Kriegen wir alles hin. Okay. Na dann. Come at me, Bro. Ich hab euch schon gehört. I'ma fuck you up. Komm mal her da. Geh mal her da. Komm. Wow. You son of a fuck. Okay, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, der kommt jetzt her und ich kann ihn schön in die Luft fliegen lassen. You son of a fucking... Komm her. Oh, komm her. Durch das scheiß Schild werden wir durchkommen mit unserem geilen Schwert hier.
Na, du verwandelst dich nicht weiter. That's right. Und so. Jawohl. Waren noch zwei? Wo ist denn der zweite hin? Geflüchtet oder was? Da geht's eh nicht weiter. Hey, Karma-Punkte. Secret found. Sehr geil. Dann geht es weiter, beziehungsweise geht's damit zurück. Oh je. Jetzt aber. Ach, komm, wieder zwei solche Spucke. Oh. Genau das wollte ich eigentlich mit den anderen machen. Es war nicht geplant, dass die uns jetzt damit in die Luft jagen. Jetzt, du siehst uns doch nicht mal. Wie kannst du so einen scheiß Angriff hier hinfeuern? Son of a fuck. You fucking... Nicht mal durch das Guckloch kann man schießen? Gott, ist das doof. Ja, ich hab's verstanden. Macht keinen Sinn. Wir nehmen wieder unser Schwert und auf geht's. So. Beziehungsweise, vielleicht hilft das ja dagegen auch weiter. Vielleicht reißt ihn das Schild aus der Hand oder so. Ich weiß es noch nicht. Let's find out. Fuss Row da. Yes. That's how it works. Komm. Quick, pull my finger. Ich liebe diesen Spruch einfach. Fuss Row da. Oh oh. Wir sollten uns schnell etwas heilen. Ah, fuck you. So, son of a bitch. Komm. Yes, Shredder. So, schön. Ah. Fuss Row da. So, dein Schild hilft dir bei uns nichts. Du hast überhaupt keine Chance gegen das geile Schwert, das wir haben. Don't try it. Wir müssen uns jetzt schnell heilen. Ganz wichtig. So, jawohl. That feels good. Die, you piece of shit. Fuss Row. Da. Yes. Nice. That was awesome. Natürlich muss ich wieder alles in die Luft jagen. Sonst wäre es doch langweilig. Wenn man schon keinen Spaß mehr damit haben darf. So, dann geht's dadurch. Jetzt wieder mal alles. Wow. Oh shit. Was wollen die denn von uns? Yes. Na, ihr habt halt überhaupt keine Chance. Warum wollen die uns jetzt eigentlich umbringen? Kann mir das mal jemand erklären? I don't get it, actually. So. Wow. Holy fucking shit. Except when it comes to humans. Right. Except when it comes to humans. Die machen wir einfach fertig. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Wow. Was geht denn mit euch, Freunde? Ja, cool, ich finde das schon erstmal ein bisschen komisch, wenn da so eine Herde von den Spuckern auf einen zugestürmt kommt. Die. Die, Motherfucker, die! Oh, keine Chance. Und bam! Holy shit. Was ist er denn? Ducken gilt nicht. Nice. That was fucking awesome. Das ist wieder so Arsch.
Stirb einfach. Komm. Komm schon. So. Und. Jawohl. Ohne sein Schild ist er nichts mehr und keine Herausforderung mehr. Da ist ja noch so einer. Come on. Ich habe wirklich gehofft, dass die... Yes. Dass die Dinger da hilfreich sind, wollte ich gerade noch sagen. Aber sind sie tatsächlich? Das gibt's doch gar nicht. Jawohl. Komm. Wow, was war denn das? Komm. Schön durchschnetzeln. Wow. Alter. Are you fucking serious? Stirb jetzt endlich. Jawohl. Ah, da gibt's was zum Heilen. Nimm das Ding. So, ich hab doch gerade da einen umgebracht. Wo kommen denn die anderen da schon wieder her? Ernsthaft? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Komm. Schön durchschnetzeln. Ha. Solange da unten ist, ist er jetzt erstmal wurscht tatsächlich. Komm. Alter, ich sollte vielleicht mal ganz kurz ein bisschen heilen. Kann nicht schaden. Vor allem, weil die immer mit ihren komischen Mörser-Angriffen hier kommen. Komm. So, da war das Schild weg. Und da war er weg. Ich weiß gar nicht, wo wir weiter müssen tatsächlich. Um ehrlich zu sein. Boah, aber wen interessiert weitergehen? Wenn man sich hier durch die Dämonenhorden schnetzeln kann. Wow. Aber heilen interessiert mich gerade ein bisschen. So. What happened, guys, huh? Keine Lust mehr oder was? Wo ist denn der? Also. Wenn ich damit runtergehe, kommen wir nicht mehr hoch, oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Au. Was soll denn das? Alter, ich will da wirklich nicht mit runter. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn wir da mit runter... Na, guck an. So einfach kann es gehen. It's like a road move. I go from place to place, killing everything in my path. That's right. Dann geht's weiter mit dem Killing Spree. Sind wieder Kisten. Das ist zum Heilen, Looten und Leveln. Ah, schön, die Ruhe vor dem Sturm mal wieder. Ich höre schon wieder was. Sturm fängt schon an. Geht gleich wieder los. Where are you? Wow. Holy shit. Also. Come at me. Wo ist er denn? Ah, hinter mir. Alter, mal die turnen da ja rum wie sonst was. Son of a bitch. Da hinten ist eine Kiste. Ich sehe sie, ich hol sie. Nachdem ich die Spucker da so ein bisschen geschnetzelt hab. Heb mal den Schritt weg. So. Komm. Schön hier. Kopf ab, Arm ab, Bein ab, was auch immer. Hauptsache irgendwas abschneiden. Wow. Ihr habt doch auch keine Chance. Shredder. Master Shredder, oder wie war das?
Holy shit, das ist wieder so ein Vollspacko, der mit irgendwas schießt. Sehr gut, also bloß der, weil ich schon kurz gedacht, dass da wieder... Hey, ich habe was gefunden. Ein Secret. Jetzt gar nicht mit gerechnet. So, Leute, jetzt wird mal ein bisschen geballert hier. Weil es so viel Spaß macht. Headshot! Komm. Die. Das war's schon. Oh. Jetzt hatte ich gerade meinen Spaß. Naja. Kann nicht ewig währen. Leider, leider. Cool, ich weiß es nicht, dass wir da tatsächlich jetzt noch so ein Secret gefunden haben. Ich habe da das eher durch Zufall gesehen. Aber ich möchte mich nicht drüber beklagen. Im Gegenteil. Freut mich sehr. So, ich weiß zwar nicht, was die uns bringen, tatsächlich, diese Secrets, aber... Ihr Schweine schon wieder. Sag mal, ernsthaft, was soll denn das? Da gucken Kinder zu. Okay, wahrscheinlich eher nicht. Oh nein, nicht der schon wieder. Ich bin da mal weg. Der hat mich das letzte Mal schon so viel gekostet. Scheiße. Ich habe eigentlich gesagt, ich mach's nie wieder, aber... Ich konnte mich dann leider doch nicht ganz zusammenreißen. Komm. Alter. Das blöde Viech. Komm. Stirb halt. Alter. Fuck. Ach du Scheiße. Komm. Hatte war mal andere Geschütze auf. Boah, Gott sei fucking Dank. Ich sollte mir wirklich abgewöhnen, auf Hasen zu schießen. Das bekommt mir nicht besonders gut. Das bekommt mir gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, aber man will doch was zu Abend essen. Ein schöner Hasenbraten. Ist da schon was? Da liegt Geld rum. Da liegt jemand gehäutet rum. Oder nee, nur in Blut. Nur Blut verschmiert. Also, in Anführungsstrichen, nur Blut verschmiert. Brauchen wir? Ah ja, für das eine. Passt. You really don't remember what you did to get banished? No idea. I got kicked out of the Amari Roxy Club for life. I can't remember that night either. Is that supposed to be comforting? Just a little bit. Ich finde das hier ziemlich cool mit den Kerzen. Gefällt mir extrem gut. Gibt's hier irgendwas? Wenn das hier so abseits ist, dann... Wow. Gibt's hier was? Sehr schön. Wusste ich's doch. I fucking knew it. Also die ganze Umgebung finde ich immer ziemlich genial hier. Sehr geil. Aber es ist scheinbar, also ich befürchte, dass gleich ein Bossgegner kommt. Wenn wir so schön hingeführt werden, dann bricht gleich die Hölle los. Und zwar so richtig. Die Tür geht von alleine auf. Gefällt mir auch gar nicht. Das kann einfach nichts Gutes heißen. Das kann einfach nicht. So, alles looten. Ganz wichtig, selbstverständlich. Aber selbstverfreilich. So. Mach auf. Ah, da hinten ist wieder so ein Schrein-Ding zum Kaputtmachen. Armor 25. Cool. Mach da auch auf. So. Dann geht's weiter. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Soweit habe ich das jetzt ja schon verstanden, ne? Hier? Wow. Oh shit. Ich hab was gehört. Ernsthaft? Alter, wie geil ist das denn? Ich wollte dich da eigentlich gar nicht weiter stören, wenn ich ehrlich bin. Du hättest ruhig weiter baden dürfen. Alter, wie geil ist das denn? That is fucking awesome.
Für solche Kleinigkeiten liebe ich dieses Spiel. Wirklich. Das macht ja richtig Bock. Geld drin. Kann man immer brauchen. Hopp, da ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Jo. Und damit sind wir drin tatsächlich schon fertig. Und können da hinten... Halt, das ist wieder eine Kiste, die ich übersehen habe. Können den Hinterausgang nehmen, wenn ich ihn wieder finden sollte. Da sind wir rein, oder? Sind wir hier rein? Hier sind wir rein. Aber warum finde ich die Tür nicht? Da ist er doch. Sehr schön. Ja, Freunde, und damit würde ich dann auch tatsächlich sagen, dass wir die Folge an dieser Stelle hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.